Ja. Dr. Gabriel, der ärztliche Leiter hier des Kreiskrankenhauses Frankenberg. Das gibt ja immer so ein bisschen zweiteilig. Es gibt ja einmal diese medizinisch-ärztliche Seite, die ja dem Patienten, dem Wohle verpflichtet ist. Und dann gibt es natürlich die wirtschaftliche Seite. Und da gibt es oftmals so, ich sag mal, längere Diskussionen um Notwendiges oder weniger Notwendiges. Wie froh ist man jetzt, dass man wieder einen Geschäftsführer als Ansprechpartner hat, wo man diese Diskussion überhaupt wieder führen kann? Also diese Diskussionen haben sich so gravierend nicht gestellt. Also ich habe sie im klinischen Alltag nicht kennengelernt, die Diskussion, machen wir eine Behandlung oder machen wir sie nicht, mit dem Hintergrund, ist es rentabel für das Haus oder ist es nicht rentabel für das Haus. Moment, es ging auch mehr um, man muss ja zugeben, um Investitionen. Die Medizin macht ja permanente Fortschritte, will ich schon nicht sagen, zum Teil Riesensprünge zum Wohle der Patienten, und da muss man ja wettbewerbsfähig bleiben. Oder auch der Arzt möchte ja gern das Optimale für seine Patienten rausholen. Genau, also diese Investitionen wurden getätigt, und das ist unablässig, dass man sich weiter auf dem Stand der Technik oder des medizinischen Fortschritts hält. Das wird in allen Bereichen eben auch durchgeführt. In welchem Rahmen das stattfindet, das ist dann natürlich Aufgabe des Geschäftsführers, das mit den Abteilungsleitern zu besprechen. Auch im Hinblick, wie es vorhin schon mal erwähnt wurde, in Kooperation, dass man eben klärt, welche Leistungen teilt man sich vielleicht mit anderen Abteilungen oder arbeitet man mit anderen Abteilungen zusammen, um das zu optimieren, um eben da auch, was die Kosten anbetrifft, im Rahmen zu bleiben und trotzdem eine optimale Versorgung anbieten zu können. Wir haben vorhin schon mal angesprochen, das Medizinerproblem grundsätzlich in der Bundesrepublik. Aus Ihrer Sicht, es gibt rund 9.000 Studienplätze für Medizinerinnen und Mediziner, ungefähr 34.000 Bewerberinnen und Bewerber für diese Plätze. Hat man einfach viel zu lange in der Lehre versäumt, ausreichend Studienplätze für Medizinerinnen und Mediziner zu schaffen? Also es ist schon skurril zu sehen, dass Mediziner fehlen, dass die Zulassungen für das Studium weiter extrem reglementiert sind, dass es viel mehr junge Menschen gibt, die den Arztberuf erlernen möchten und überall nicht die Möglichkeit haben zu studieren und sogar aus dem Ausland Ärzte angeworben werden oder sich hier auf dem Markt bewerben, um eben die freien Stellen zu besetzen. Es ist sicherlich auch noch ein Ungleichgewicht da, dass es Regionen gibt, wo ein hoher Andrang da ist an Ärzten. Im ländlichen Bereich ist es prinzipiell immer eher schwieriger, Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, wobei wir noch den Vorteil haben, dass wir ein Lehrkrankenhaus der Uni Marburg sind, wir viele Studenten hier im Haus haben. Ist das auch für einen Nachwuchs dann ganz wichtig, Lehrkrankenhaus zu sein? Das ist extrem wichtig, weil die Studenten eine sehr positive Rückmeldung über das Krankenhaus geben. Also wir haben auch immer wieder, auch in den kleinen Abteilungen wie die Anästhesie, Studenten, die nach ihrem Studium hier im Krankenhaus ihre Ausbildung zum Arzt anfangen kann. Ich möchte vielleicht noch ein ganz anderes Thema, weil ich gerade jetzt den ärztlichen Leiter des Kreiskrankenhauses hier Frankenberg hier vor dem Mikrofon habe. In den letzten Monaten geht immer wieder durch die Presse, die Ambulanzen werden gerade am Wochenende überflutet mit Kleinigkeiten, die eigentlich Sache des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, der Hausärzte, des Notdienstes sind. Ist das hier in Frankenberg auch so? Mit der Umstellung des Bereitschaftsdienstes, des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, haben wir da auch ein höheres Patientenaufkommen festgestellt. Es ist aber findet ein Dialog mit den niedergelassenen Ärzten statt. Und Ziel ist natürlich, nur möglichst die Patienten hier im Krankenhaus vorzustellen, wo eine ambulante Versorgung durch die Hausärzte nicht möglich ist oder kritisch wäre. Das ist aber ein Prozess, der sich bundesweit, wie Sie schon sagten, eingestellt hat, wo wir aber versuchen, das so ein bisschen zu regulieren. Aber es treibt natürlich die Kosten hoch und bindet Kapazitäten, ne? Wenn der schnupfengeplagte Mann dann meint, er müsste in die Ambulanz gehen. Ja, vor allem ist es eben so, also
vor allem bindet es Kapazitäten und auch dann die Entscheidung zu treffen, den schicken wir wieder nach Hause oder die Entscheidung zu treffen, da schauen wir lieber noch mal 12 bis 24 Stunden drüber. Das bindet Kapazitäten personell, aber auch räumlich eben im Krankenhaus. Aber auch das sind Sachen, die sind bekannt, an denen arbeitet man auch im Dialog mit den Hausärzten. Dr. Gabriel, vielen Dank, viel Glück für 2018 mit der neuen Geschäftsführung. Und der gute Ruf des Krankenhauses Frankenberg ist natürlich hier auch ein Teil, die emotionale Bindung der Frankenberger, des Landkreises an sein Haus. Hoffentlich bleibt das so. Ja, also ich bin sehr zuversichtlich, gehe sehr optimistisch in das Jahr und ich auch mit der Wahl des Geschäftsführers fachlich, auch dass er ein Frankenberger ist, glaube ich, das ist auch nochmal ganz wichtig eben so als Signal nach außen. Vielen Dank.